Falls ihr es noch nicht wusstet, es sind die wunderschönen Zickzack V3 Cosmetics in Rot und Schwarz endlich draußen. Mit dem Code BASTIGRG könnt ihr 10% sparen und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Wir gehen ins Atlas-System. Freunde, wir gucken uns ein paar böse Cheater an, denn ich habe meine Augen überall und werde euch jetzt in diesem wunderbaren 12 Minuten langen Replay auf der Map Inka, müsste das sein, eine 8x1 Map. Das ist gut, von Solos habe ich am meisten Ahnung. Wir haben hier unseren Suspect, auch dargestellt mit einem wunderbaren Verbrecher-Skin. Und ansonsten haben wir 7 weitere Spieler und eben unter anderem mich. Wir werden uns angucken, was der Kollege hier verbrochen hat und eventuell, ob das ein Cheater ist oder nicht. Dabei wird sich am Anfang erstmal klären, haben wir hier vor uns einen Rage-Hacker. Das heißt, jemand, der gnadenlos rumfliegt und überhaupt keinen, ne, auf alles gibt. Oder ist das jemand, der so ein bisschen Invis, so ein bisschen vielleicht ganz komische Hits gibt, vielleicht doch so ein paar zusätzliche Assistenten anhat. Oder ob das vielleicht einfach ein richtig guter Spieler ist, der halt so aussieht, als würde er cheaten. Ich bin gespannt. Wir gucken uns das an. Cheater. Nein. Es ist am Anfang immer sehr interessant, sich anzugucken, wie er sich halt auch erstmal bewegt. Ob das halt ein routinierter Spieler ist, ob der halt so, weiß ich nicht, was der für ein Aim hat, was der für ein Movement hat und in was für einen routinierten Standpunkt wir uns hier befinden. Er braucht erstmal sehr viel Zeit, um erstmal seinen Stuff ranzuholen. Ist ja alles legitim, aber Blau rusht halt eben schon rüber auf Inka, ist eine Side-Rush-Map. Und er holt sich direkt Holz. Da würde ich als allererstes sagen, wenn du ein Cheater bist, ein krasser Cheater, dann baust du dein Bett nicht in Holz ein, weil du hast so viel Vertrauen in dir selbst, weil du weißt, dass du cheatest, dass du erstmal dein Bett nicht so krass einbauen musst. So, er kriegt aber gerade, glaube ich, gar nicht mit, dass Blau an ihm schon längst vorbei ist. Okay, ich bin jetzt echt gespannt. Also Blau wird wahrscheinlich keine Tools haben und allein nur über den Melee-Fight wird Rot gewinnen. Boah. Alles in Ordnung. Ein bisschen laggy. Hat er nochmal gut geregelt. Ich glaube, Blau ist auch mit ein paar Herzen weniger reingegangen in den Fight wegen Fallschaden. Aber erstmal souverän. Erstmal. Bis dahin. Okay, er lässt die Defense jetzt erstmal so und wir sehen den Staircase. Ja, lass mich mal ganz kurz, nochmal ganz kurz angucken, wie er... Ja, ist okay. So, Bett hat er bekommen, ohne Probleme. Blau ist schon gelieft, oder was? So, da bei so einer Sache sagen voll viele Leute, ja, der cheatet oder so. Aber das mache ich selber. Du flickst hier schnell hin und dann machst du einfach schnell Hotkey. Rechtsklick, bumm, 2. Und dann hast du halt einfach alles schon reingelagert. Du hast ja keine Zeit. Und du kannst eben auch springen und dann im Flug sozusagen noch rechts klicken. Blau hat ihn safe nicht gereportet. Oder? Das ist doch legitim mit der Ender-Chest. Kann sein, dass ich es das jetzt halt aus... Also ich sehe es ja auch so zum ersten Mal aus der Perspektive. Aber ich meine, das ist auf jeden Fall easy machbar. So. Wir gucken mal. Grau. Grau macht die Ich-bin-hinterm-Baum-Taktik. Aber jetzt nur mal so von der Logik. Rein theoretisch. Stell mal vor, du bridgest dich jetzt hier so lang. Er ist ja über ihm. Was denkt sich denn Grau, dass er ihn nicht... Also aufmerksam solltest du ihn schon erkennen können. Und ich weiß nicht, er sollte ihn jetzt auch gesehen haben. Alles. Okay, okay, wir gucken mal ganz kurz. Das ist halt so... Okay, guck mal. Das hier... Boah, ich finde, ist halt Hypixel. Ja, ich glaube ich auch. Es kann, also ich finde es voll schwer einzuschätzen. Er gibt halt gute Hits, ne? Er gibt ganz gute Hits. So, den wird er auf jeden Fall jetzt auch nochmal bekommen. Macht er gut. Oh, okay. Ich würde momentan nicht sagen, dass es ein Cheater ist. Ich würde momentan vermuten, es ist ein guter Spieler. Rot hat gar kein Bett mehr. Rot ist raus, by the way. Das soll es gewesen sein. Nach 3 Minuten schon Ende. Nein, also ich sage es euch ehrlich, das ist für mich kein Cheater. Das war für mich kein Cheater, wüsste ich jetzt nicht. Für mich legit. Wir gucken weiter. Wir sind wieder in einer weiteren 8x1-Runde. Das müsste Lighthouse sein. Und wir gucken mal. Die ganze Runde geht nur 6 Minuten. Das ist meistens schon ein Indiz dafür, dass es hier sehr zügig vonstatten ging. Der Kollege fragt mich nicht, warum. Oh, oh. Okay, also laggy oder was war das? Hä? Warum springt er da hin und zurück und... Ja, ist auf jeden Fall interessant.
Sagt ihr es mir? Sagt ihr es mir? Es ist legit auf jeden Fall möglich. Safe Call. Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall möglich. Wir gucken mal weiter. So kann man nicht Gott bridgen. Oh, ich merke schon, es sind hier... Ist schon diskussionswürdig. Maximal 8 Blöcke. Ernsthaft? Ist das so ein Ding? 8 Blöcke und dann muss man einen hochgehen, oder was? God Bridge geht 8 bis 9 Blöcke ohne Springen. Wir gucken mal weiter. Wir gucken mal weiter. So, bettert er auf jeden Fall. Rusht hier auf jeden Fall richtig gut rein. Ja, blau, also Aqua halt chancenlos. Bekommt halt gar kein Knockback im Fight. Guckt euch das mal ganz kurz an. Also, guckt euch mal vor allem das eine Knockback an. An der einen Stelle, er fliegt einfach so nur nach oben. Er fliegt nicht nach hinten, bekommt aber einfach so gefühlt doppelten Knockback nach oben. Hier, was ist denn das? Einfach kurz Rakete. Er scheint auf jeden Fall, also, yeah, okay, also, ja, das sieht sehr merkwürdig aus. So, mal gucken. Ich finde, er bewegt sich auch nicht wie so ein guter Spieler oder so. Ich finde, das ist so, er läuft halt so voll bottig. So, wisst ihr, was ich meine? Irgendwie so, das ist so dieses, guck mal, wenn du jetzt ein krasser Spieler bist, du ziehst solche Bridges und hin und her. Aber er macht irgendwie so das, soll ich jetzt hier hingehen? Ich gehe hier hin oder ich gehe doch auf einmal auf beides so und so. Das ist so, wisst ihr, was ich meine? Weil wenn er das so drauf hat, dann muss er ja ein ultra krass erfahrener Spieler sein. Und welcher krass erfahrene Spieler, was macht der denn jetzt? Also ja, ich verstehe schon, so unpassend zu seiner Spielweise. Wer geht denn jetzt auf Defense? Er kriegt kein Knockback, Leute. Er kriegt null Knockback. Das ist also nur allein, jetzt mal abgesehen von den Bridges. Das im Kampf ist für mich... Reducen. Also wir trauen jetzt dem Typen rein, dass er reduced. Er ist der krankeste Spieler aller Zeiten, aber naja, wir müssen immer halt davon ausgehen. Es könnte sein, dass er halt ein richtig krasser Atze ist und so, ne? Aber er hat jetzt Diaz, glaube ich, von da vorne bei. Als ob er so schnell jetzt da gekauft hat. Niemals. Also, okay, ich als EU-Spieler. Vor allem, er ist durchgängig am Klicken mit seinem Schwert. Der läuft im Menü. Er wird so hardcore kein Knockback jetzt bekommen. Er wird niemals auf der One-Line jetzt runterfallen. Okay, krass. Das machen Pros so einfach. Aber ich sehe auch, in was für einer Lobby der ist. Der ist in keiner Pro-Lobby. Wir gucken mal noch weiter, Leute. Also, ich sag mal meine Einschätzung am Ende. Ja, es kann ja auch ein Lag sein. Eieiei, aber der laggt aber ganz schön viel. Ja, das sieht alles sehr, sehr unnatürlich aus, Leute. Er wird ihn jetzt gerade reporten. Er wird auf jeden Fall chatten. Er schreibt, hey, ich bin ja einfach nur besser als du. So, er will jetzt irgendwie noch Disrespect ins Void. Schade, dass man den Chat nicht sieht. Ja, das ist ein interessanter... Ich finde diesen Austausch sehr interessant. Und ich glaube, wenn wir das auf YouTube hochladen, wird es sehr interessant in den YouTube-Kommentaren. War das Safe Walk? Ey, Digga, das ist halt... Ich würd sagen, das ist Safe Walk. Ist es nicht normalerweise, korrigiert mich, aber du playst jetzt in diesen ersten Block und hast ja nochmal diese kurze Zeit, ne? Also auch wenn du ein krasser Spieler bist, du playst den Block und dann musst du doch erstmal ganz schnell, also es kann ja auch ultra schnell gehen, aber du musst erstmal unaimen, anvisieren und dann ziehst du ja durch. Bei ihm ist es halt ein Schwung. Er schwingt, bupp, wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, das traust du dich halt, wenn du weißt, Bruder, du kannst halt, egal was passiert, nicht runterfallen. Guck mal bitte. In einem Schwung. I don't know. Also für mich ist es aktuell ein Cheater, auf jeden Fall. Er schlägt durchgehend. Ja, aber das machen einfach Leute so. Das heißt nicht, dass er Autoklicker hat. Ja, wir gucken mal jetzt im... Digga.
So, jetzt zieht jetzt nochmal durch zu Gelb. Ja, die Runde gewinnt er auf jeden Fall. Nochmal irgendwie chatten. Bruder, gib mir Paysafe und ich baue dein Bett nicht ab. Der hat jetzt erst auf den Boden geguckt, als er rot gehittet hat. Ja, weil er sich hier halt auch hochgebaut hat. Das würde ich jetzt auch in der Situation machen. Du musst jetzt hier die Brücke bauen. Place schnell den Block. Und dann direkt nach oben. Also das kann schon sehr nach Cheater aussehen, aber ist auf gar keinen Fall dann. Deswegen cheaten. Er hat Erfahrung. Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, das ist kein unerfahrener Bedwars-Spieler. Er weiß auf jeden Fall, was er zu tun hat und so. Aber ich würde auf jeden Fall zumindest sagen, er hilft mindestens auf jeden Fall nach. Ich würde sagen, er ist hier auf jeden Fall nicht legit unterwegs. Wir gehen ins nächste rein, Leute. Wir sind in einer Duo-Runde auf Apollo. 6 Minuten. Wir gucken mal. Voll interessant sowas. Ja, finde ich auch. Ich finde das Atlas-System halt echt sehr, sehr cool. Ja, er ballert auf jeden Fall. Das sind, meint ihr, das sind Safe-Calls, sind das Premates, oder? Ich glaube, wir müssen schon fast ein Auge auf beide halten. Was hat er jetzt da gerade für ein Knockback bekommen? Keins kurz, okay. Ich glaube, wir müssen gerade mal auf ihn jetzt hier auch achten. Ich glaube, dass nämlich, wenn beide cheaten. Ja, 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 ja. Jop, das ist eindeutiger Fall. Das ist auf jeden Fall Rage-Hacker. Und der andere macht kurz Rage-Defense. Mal gucken, ob er jetzt auch noch cheatet, Mr. Suspect. Aber ich glaube, die haben volles Ding drin. Ja, es kann bis dato noch einfach gut gespielt sein. Naja. Ja, wir gucken mal meanwhile kurz rüber zu Kollege, zum anderen Kollegen. Der natürlich das auch gut macht. Der geht an beiden Gelben vorbei, aber der rattert da die Blöcke lang. Also er wird auf jeden Fall cheaten. Bei dem anderen haben wir es noch nicht so eindeutig gesehen wie bei ihm. Er ist ja wirklich da durchgeraged in der Base von Grün. Er wird es nochmal probieren auf Team Rot. Oder ne, jetzt erstmal Team Gelb. Boah, aber er hat auf jeden Fall... Also den anderen müssen wir uns auf gar keinen Fall noch angucken. Der kauft sich da gerade seine Chain-Rüstung. Das ist auf jeden Fall ein Cheater. Wir gucken mal hier bei ihm jetzt rein. Ja, also Leute. Mann, Dicker. Mindestens Autoklicker. Dicker, der eine ist geraged. Yeah! Digga, der steht in der Luft, guck's dir an. Ja, ja. Nee, ach, ist doch Safe Walk. Warum steht er denn so krass auf der Kante? Weil er nicht runterfallen kann, oder? Junge, ist das bad. Ja. Der ist ja magnetisch auf den Blöcken. Er hat Safe Walk und Autoklicker, mehr nicht. Naja, wenn's das nur ist, dann kann ich ja sagen, ist ja keine Cheats, ne? Wir gucken mal weiter. Es ist so lächerlich. Also er hat zu 100% Safe Walk, ist jetzt tot. Ja, bevor jetzt die beiden, weil ich denen nämlich auch zutraue, dass sie beide abgekackt haben, hau ich auf jeden Fall mal den Report auch auf seinen Kollegen rein. Und ja, der Kollege auf jeden Fall auch am Cheaten. Wir gucken mal ganz kurz nochmal den Kampf an. Jetzt gegen Aqua. Das ist schon in Ordnung, das kann schon nochmal eine richtig krasse NA-Schelle sein, aber definitiv. Warum cheatet man? Das ist doch voll langweilig. Ja, weiß ich nicht. Es, ich sag's mal so, viele Cheater haben halt noch nie den wahren Spaß erleben können, wie nice es sich anfühlt, wie geil es ist, ohne jegliche Modifikation oder Cheats oder so Erfolg in dem Spiel zu haben und wie geil sich das anfühlt, halt, sag ich mal, besser zu sein als andere. So, das ist ja das, was du teilweise als Streben hast. Andere zu besiegen, geile Kämpfe zu haben, geile Erfahrungen. Und diese Experience hatten halt noch nie wirklich Cheater, weswegen sie halt gefrustet sind, so meistens. Und, ja... Ja, ich würde auf jeden Fall beiden relativ klar den Cheat reindrücken. Und ich muss sagen, ich mag das Atlas-System. Es ist sehr, sehr, sehr cool.